Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Berlin Geschichte. Ich bin der Chrissy, Christoph. Der Esel nennt sich immer zuerst. So, angeeselt. Ich bin Jan, hallo. Genau. Heute ein neues Wort gelernt. Ja. Eseln. Eseln, genau. Eseln heißt meines Erachtens nach so Hänseln. Ja, war mir nicht bewusst. Ja, hast was gelernt. Aber ich wusste natürlich auch, dass sich maulen heißt, irgendwie sich ordentlich auf die hinpacken, hinfallen. Also. Ja, das Wort habe ich auch noch nie gehört zum Beispiel. Maulen, hat er sich gemault. Ja, Janni, ja. Vorab, wir haben eine Homepage, www.podcastberlingeschichte.com. Auch bei Facebook und YouTube sind wir anzufinden. Bitte teilen, liken, abonnieren und Kommentare und Kritik, Ergänzungen und so weiter alles da reinschreiben. Janni, Interessierte der Woche. Ja, wir haben Fanpost aus Miami bekommen. Ja, von Laura. Vor 4-5 Wochen oder so hast du uns geschrieben, dass du unseren Podcast aus Miami verfolgst. Und du hast auch mitgeschnitten, dass einer meiner besten Freunde in Miami wohnt und wir wahrscheinlich schon zeitgleich mal in dieser Stadt waren. Also viele Grüße nach Florida. Ja, Janni, haben wir Ergänzungen der Vorwoche oder des Vormonats? Haben wir. Möchten wir erwähnen, dass wir heute eigentlich wieder was anderes machen wollen? Wir machen heute wieder was anderes, ja. Genau, es war ja geplant, dass wir mit Friedrich dem Großen weitermachen in seiner Biografie. Das machen wir heute nicht, weil es da noch zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommt, wie man bei der Bahn so schön sagt. Richtig. Und dann hast du gemeint, ja, hast du ein Ersatzthema vorgeschlagen, über das du gestolpert bist? Wir sprechen übers Eseln. Wir sprechen übers Eseln, ja. Und dann hast du mir gesagt, ja, Eseln, da war doch was in Schloss Köpenick, bereite dich doch mal bitte drauf vor. Das habe ich auch gemacht. Dann bin ich gerade hierher spaziert und fiel mir auf, Moment, wieso eigentlich Köpenick? Das Eseln fand auch in Königs Wusterhausen statt. Unter anderem. Da sind wir ein bisschen mit den Quellen durcheinander gekommen, beziehungsweise andere Leute sind mit den Quellen durcheinander bekommen, auf die wir uns bezogen haben, aber das ist uns gerade noch rechtzeitig aufgefallen. Nichtsdestotrotz habe ich mich jetzt auf das Schloss Köpenick vorbereitet, ja, und kann das als Ergänzung. Wollen wir nochmal wiederholen, dass Köpenick war doch die eine slawische Festung. Das mache ich jetzt alles. Mach mal. Ja. Und zwar als Ergänzung, wir hatten ja erwähnt, letzte Folge 1730, der Prozess gegen Leutnant von Katte und Friedrich II., den Kronprinz Friedrich. Der fand 1730 im Wappensaal des Stadtschlosses Köpenick statt. Dort hat das Kriegsgericht Katte zu lebenslanger Festungshaft verurteilt und sich für Friedrich nicht zuständig gefühlt. Der König hat dann gemeint, na Katte, da kommt der Kopf ab und Friedrich, da gucken wir mal, was wir mit dem machen. Genau, das war ja der vielleicht Liebhaber oder total enger Freund, mit dem er eigentlich flüchten wollte, ja, dem väterlichen Diktat und der strengen Erziehung. Und das ist aufgeflogen, weil ein paar Leute nicht dicht gehalten haben. Richtig, ja. Und dann hat Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, aufgrund seiner absoluten Macht einfach das Gericht überstimmt. Nachdem er es vorher dahin delegiert hat, die sollen bitte so behandelt werden, wie man fahnenflüchtige Soldaten behandelt. Ja, und über den Charakter von Friedrich Wilhelm I. werden wir auch in der heutigen Folge noch etwas lernen. Aber jetzt versuche ich diese Überleitung noch zum Schloss Köpenick. Es ist auch spannend, entschuldige, dass ich ins Wort falle, es ist auch spannend, dass wir eigentlich den Soldatenkönig nur mit einer Folge irgendwie behandeln wollen, aber wir kommen auch wirklich los, ne? Das ist spannend, man entdeckt halt auch immer noch viele Anknüpfungspunkte. Ja, das ist ja Wahnsinn. Wir können auch beim Schloss Köpenick an viele vergangene Folgen anknüpfen. Also du hast gemeint, das war eine slawische Burg. Genau. Das ist richtig. Jaksha von Köpenick, habe ich in Erinnerung, ja, als slawischer Fürst. Ja. Der auch so mit, als wir um die Stadtgründung, als wir über die Stadtgründung sprachen, gehört ja zumindest in diesem Raum Berlin diese slawische Siedlung ja als Teil schon dazu. Und natürlich war es noch nicht Teil von Berlin-Köln, aber trotzdem war es in dieser Zeit schon mal ein bewohnter Ort. Ja, Spandau und Köpenick sind älter als Berlin und Jaksha von Köpenick kam sogar als Stadtgründer in Frage, obwohl das eigentlich zu verwerfen ist, meiner Ansicht nach. Der hat im 12. Jahrhundert gelebt, also schon in der Zeit, als Berlin gegründet wurde, und er war nah dran, Köpenick. Also Spandau war ja Hauptburg der Heveller, und Köpenick war Hauptburg von welchem slawischen Stamm? Hevetern? Der Sprewanen. Sprewanen. Weil diese Schlossinsel, die liegt an der Mündung von der Dahme in die Spree. In der Nähe vom Müggelsee. In der Nähe vom Müggelsee, genau. Und die war leicht zu verteidigen. Und diese Schlossinsel ist schon seit Urzeiten besiedelt. Es war erst ein slawischer Burgwall, dann kam im 8. 9. Jahrhundert nach Christus eine Burg dazu. Und wurde dann 1245 im Teltowkrieg, wurde diese Burg von den Askaniern erobert. Die ja Christen waren?
Und wahrscheinlich haben sie da, wo wieder mal irgendeine slawische Kulturstätte war, haben sie auch wahrscheinlich wieder irgendeine Kirche hochgezogen. Wie Ja, das immer. ist richtig. Aber in dem Fall stand Köpenick schon unter dem Einfluss von den Wettinern. Und die Askanier und die Wettiner haben ja um die Vorherrschaft im Berliner Raum Krieg geführt, in diesem Teltowkrieg von 1239 bis 1245. Und Ergänzung dazu? Ja, kleiner Exkurs. Du Du siehst, siehst, ich sehe es dir ja, an. ich habe mir einfach mal, als ich ja in Vorbereitung auf Friedrich Wilhelm II., also den Friedrich der Große, bin ich auf Katharina die Große gestoßen. Das ist ja, das sind ja Zeitgenossen, Genossen, Genössin. Genössinnen. Und da habe ich gelesen, dass Katharina die Große weitläufig aus dem Haus der Askanier stammt. Richtig, Anhaltserbst. Genau, das wollte ich nur ergänzen. Ja. Stichwort Askanier. Zu Katharina der Großen und ihrer Beziehung zu den Preußen, da kommen wir später auch noch. Das ist nämlich sehr Sehr gern. spannend, weil Prinz Heinrich, ein Bruder von Friedrich dem Großen, der war dort am Zarenhof, am Zarinnenhof in diplomatischer Mission unterwegs. Und es gibt das Gerücht, dass Katharina die Große die Tochter vom Friedrich den Großen ist. Nein. Das habe ich wirklich, habe ich in der Doku gesehen. Da muss ich gleich mein Gala-Abo nochmal verlängern, glaube ich, wenn ich Das das kam sehe. bei Galileo, ey. Bei Das muss stimmen. Galileo. Das war spektakulär. Ja. Aber ganz kurz, lass mal einen kleinen Soundcheck machen. Ancient Aliens. Speichern. Go on. Ja, Köpenick, das Schloss hier. Jetzt, wo Union Berlin auch gerade Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga ist und amtierender deutscher Meister wird, haben ja jetzt Langweilig. mehrere Leute schon etwas von Köpenick gehört. Langweilig. Eiserne Union. Ach. Naja, im Spätmittel FCM. FCM. Ja, die müssen morgen erstmal gegen Eintracht Braunschweig gewinnen. Nee, am Samstag. Samstag, Am Sonntag. Samstag spielen sie. Ja, im Spätmittelalter gab es in Köpenick auf der Schlossinsel dann eine Kastellburg von den Askaniern. Die wurde allerdings 1550 abgerissen. Und dann gab es einen Neubau als Renaissance-Jagdschloss, als Renaissance-Schloss ab 1585. Das hat Joachim II. Hektor veranlasst. Weißt du noch, wer das war? Ah, ja, hatten wir natürlich schon, Hektor. Das war Ja. also diese Zeit, wo man gerne griechische Namen verteilt hat, ja. Ja, Renaissance, genau. Aber Hektor, oh Mann, gib mir mal ein Stichwort. Er hat die Reformation eingeführt in der Mark Ja, aber Brandenburg. warte mal, ist es nicht der, der. Aber vorher, nee, dessen Vater war Ja, Katholik ja, und dessen Mutter war ja. Protestantin, irgendwie aus Schweden oder so, aus dem Elisabeth Norden. von Dänemark. Ne? Genau, Ja. richtig, genau. Ja, ich erinnere Es mich, kommt ich erinnere wieder, mich. Ach, was ich alles gelernt habe. ja. Also, Siehst du meinen Wunderbeutel? naja, Um meinen Hals. viele Folgen Podcast, Christoph, Applaus für dich. Viele Folgen Podcast haben doch einige Bildungslücken geschlossen von Dingen, von denen du vorher noch nicht mal wusstest, dass du sie gar nicht weißt. Ja, richtig. Also ich kann schon behaupten, dass bis zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt schon besprochen haben, und da kommt sogar ein bisschen Klarheit, die ich vorher schon hatte, mit Französischer Revolution habe ich jetzt mal ein paar Eckpfeiler. So, egal. Saspel. Ja, also die Slawen, die dann da noch in Köpenick gesiedelt haben, die wurden dann erst in den Kiez umgesiedelt, das ist nebenan. Weil da wollten die Hohenzollern das Gebiet, diese Schlossinsel gerne für sich haben und als Jagdschloss nutzen. Und dort ist Joachim Hektor auch bei einem Jagdunfall gestorben am 3.1.1500. Ja, da fehlt mir eine Zahl. Aber auf jeden Fall, es gab doch Jagdunfälle unter mysteriösen Umständen und das hat natürlich auf aristokratischer Ebene immer viel mit Erbrecht zu tun. Ja, dieses Schloss wurde dann als Barockschloss erweitert. Ab 1677, weißt du noch, wer da an der Macht war? 1677. Ja, warte, der große Der Kurfürst. große Kurfürst, richtig. Der hat ja viele Niederländer ins Land geholt, ne, weil er selber Ja, dort zur Lehre genau, gegangen die ist. Hugenotten. Nee, das waren die Franzosen. Die kamen später. Also auch später, ja. Erst mit dem Edikt von Potsdam kamen die Aber war Hugenotten. das nicht unter dem großen Kurfürsten? Das war auch unter den großen Kurfürsten, aber der hat ja sehr lange gelebt. Der hat zuerst ein paar Niederländer ins Land geholt, damit die die Festungen bauen und die Ja, ich erinnere mich. Gräben. Und auch gute Architekten waren dabei. Zum Beispiel Rutger von Langerfeld oder van Langerfeld, der war Niederländer und der hat das Köpenicker Schloss dann im Stil des Barock erweitert. Und dort zog dann Kurprinz Friedrich ein. Und zwar der spätere Friedrich III., der noch spätere Friedrich I. Der von erste in König Preußen. in Preußen, der erste Ja, König in Preußen. und der hatte das Schloss Köpenick 1681 bis 1684 als Residenz. Ah. Und 1684 hat auch Johann Arnold Nerik
Neringdart weitergearbeitet. Der kam aus Wesel, hat aber wahrscheinlich auch in Holland gelernt. Das waren ja diese preußischen Fürstentümer da am Niederrhein. Der erste preußische König, Friedrich I., hat als Kurprinz dort gelebt. Mhm. Na, er war 1697 mit einer Elisabeth Henriette von Hessen verheiratet. Der Soldatenkönig. Der König. Entschuldigung. Der Vater vom Soldaten. Genau, Friedrich I., nicht Friedrich Wilhelm I. Richtig, Friedrich. Ich wiederhole nochmal, der große Kurfürst. Friedrich I., der erste König in Preußen. Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig. Und Friedrich II. Als Friedrich der Große. Ja, als späterer Bach Voltaire. So. Ja. Zum tausendsten Mal. Ja. Diese Elisabeth Henriette von Hessen, die starb 4 Jahre nach der Hochzeit allerdings an den Pocken. Mhm. Da durfte er die auch gar nicht mehr sehen auf dem Sterbebett aufgrund der Ansteckungsgefahr. Och Mann. Und die Pockenimpfung, die wurde ja dann erst später entdeckt. Und 1684, nachdem das Trauerjahr vorbei war, hat er dann Sophie Charlotte von Braunschweig-Hannover geheiratet. Mhm. 1688 ist dann Friedrich Wilhelm I. als deren Kind geboren worden. Jo. Die waren erst in Köpenick auf dem Schloss, weil es am Hof in Berlin und Potsdam noch viele Machtintrigen war, weil laut Testament hatte ja der große Kurfürst verfügt, dass die Erblande aufgeteilt werden sollten unter seinen Halbbrüdern. Aber der Kurfürst Friedrich III., der spätere Friedrich I., hat dann in diesem Stadtschloss ja einen Wappensaal gebaut und dort waren alle Länder von den Hohenzollern vereinigt, dass er damit seinen Machtanspruch auch schon in Architektur in Stein gemeißelt hat, wie man so schön sagt. Ja, und in diesem Wappensaal fand halt 1730 dieses Kriegsgericht statt. Und das Schloss Köpenick ist an der Mögelheimstraße, wenn man über die lange Brücke fährt, Richtung Köpenick, wenn man einen Ausflug machen will an den Mögelsee, dann gibt es da hier so eine Art Halbinsel, die Schlossinsel, und da ist der Schlosspark Köpenick mit dem Schloss Köpenick, rechter Hand, wenn man die Mögelheimstraße Richtung Süden. Mögelheim klingt total niedlich. Mögelheimerstraße fährt. Das Schloss kann man ja auch noch besichtigen, da ist jetzt ein Teil des Kunstgewerbemuseums drin. Sehr schön. Ja. Ja, cool. Lange Ergänzung und gleichzeitig auch eine kleine Wiederholung von den Dingen, die wir schon besprochen haben. Ja. Janni, heute sprechen wir über eine interessante Person, Jakob Paul von Gundlingen. 1673 bis 1731 hat er gelebt. Und ich glaube, bevor wir jetzt weitermachen, können wir erstmal festhalten, er gilt als Gelehrter und gleichzeitig als hofnah am preußischen Hof, insbesondere unter dem Soldatenkönig. Vorher war er schon als Gelehrter Mitglied des Hofrates bei Friedrich dem I., dem König, angestellt. Und generell muss man sagen, diese ganze Geschichte um dieses Hofnarrensein, das basiert zum großen Teil auch auf Gerüchten, das möchten wir vorweg sagen. Und vorweg schicken wir auch, dass es sich um eine wirklich gelehrte Persönlichkeit handelt, im Hinblick auf Geschichtsschreibung und auf was noch? Historiograf, also schon eigentlich eine wissenschaftlich anerkannte Person. Wir haben uns auch so ein bisschen natürlich vorbereitet, gelesen, Dokumentationen angeguckt, auch von der Berliner Preußischen Stiftung, wie heißt das Ding? Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Entschuldigung, die ihn da auch seriös aufarbeiten und sagen, dass es ein gelehrter Typ war. Aber es ist eine wahnsinnig witzige Geschichte und tragische Geschichte zugleich, die wir heute erzählen, oder? Ja. Es ist eine sehr skurrile Persönlichkeit und je mehr ich mich mit ihr auseinandergesetzt habe, desto sympathischer war sie mir irgendwie auch. Also er hat unter Friedrich dem I. viele Bücher geschrieben über die Geschichte der Mark Brandenburg. Wir haben uns gerade nochmal im Vorfeld einen kleinen Filmausschnitt auch angeschaut, wo nochmal illustriert ist, dass er über die Landen gezogen ist, in den Keller gestiegen ist, auf Dächer gestiegen ist, um alte Schriften hervorzukramen, und er gilt als Mitbegründer von einer quellenbasierten quellenbasierten historischen Wissenschaft. Wissenschaft. Ja. Ja. So, aber dann kommt ja 1713 der Soldatenkönig auf den Thron, und wir haben ja schon im Vorfeld auch besprochen, dass er so mit den akademischen Graden und der Wissenschaft und so weiter, wenn es ihm nicht dem Staat oder der Armee diente,
Gluck, 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 gluck. Das war der Weiß, das war der Rotwein. Wir müssen uns mal einstimmen auf die, ja, komm, Prost. Auf das, was da jetzt Prost kommt. Auf das, was da jetzt kommt. Weil nämlich die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten schreibt unter anderem, oder beziehungsweise der Film, den die Stadt Potsdam in Auftrag gegeben wird, ein YouTube-Clip, den wir verlinken, der sagt unter anderem, das ist ein Zitat, er ist vielleicht auch der bekannteste, einer der bekanntesten Alkoholiker. Des frühen 18. Jahrhunderts. Des frühen 18. Jahrhunderts. Berufsalkoholiker, also kein Prost, Hobbytränker. Prost, Jakob Paul. Ja, von Gundling. Ja. Wir fangen mal am Ende an. Am Ende? Am Ende wird dieser Jakob Paul von Gundlingen in einem Weinfass beerdigt. Ja. Und er wird zu Grabe getragen in einem großen Festzug. Unter anderem ist der Soldatenkönig anwesend, der, und das haben wir auch schon mal besprochen, eigentlich auch ein sehr christlicher Mensch ist. Hm. Ein sehr gottesfürchtiger Mensch. Und das Ende seiner Geschichte ist, dass er in einem Weinfass begraben wird und die Totenrede hält sein hofnärrischer Hauptkonkurrent. Ja, David Fassmann, ne? Der war auch eingestellt am Tabakskollegium. Aber ich finde, das ist schon ein Ding. Ne? Die Pastoren wollten dann nicht bei diesem Leichenzug dabei sein. Die fanden das alles sehr blasphemisch. Und dann hat der Soldatenkönig offenbar gesagt, naja, dann bleibt er halt zu Hause, ich gehe da mit. Und dadurch hat der Soldatenkönig ihm aber auch irgendwie wieder Respekt gezollt. Absolut. Oder er wollte es einfach sehen, dieses lustige Schauspiel, was da veranstaltet wurde. Ja, ich muss mal 2-3 Minuten was vorlesen. Okay? Ja, lese. Also. Ich habe ja meinen Rotwein. Ja, ich mache mal das Mikrofon. So, ich zitiere Helmut Kasper, ein Journalist in Berlin, freier Journalist, in den 40ern geboren. Und hat auch ein paar Bücher geschrieben und hat auch eine Homepage. Und wie gesagt, das ist so die Quelle. Das heißt nicht, dass es jetzt alles wahr ist, was ich sage, aber es deckt sich schon mit anderen Dingen, die wir so quer gelesen haben. Let's go. Nachdem der Nachfolger Friedrich Wilhelm I. diese Dienststelle aufgelöst hatte, die Dienststelle war die Historiographenstelle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Naja. Wandte er sich arbeitslos geworden dem Alkohol zu und war häufig Gast in Schenken und Spielunken, wo er nicht bemerkte, wie man sich über ihn lustig machte und ihn zu Freibier und anderen Gefälligkeiten animierte. Wie nett. Armer Kerl. Na, wieso, ja, erstmal nett. Die Wirte sahen Gundling nicht ungern, denn seine Anwesenheit lockte Gäste an und die waren wiederum für den Umsatz gut. Oh, interessanter Typ eigentlich, oder? Gundlings Popularität kam dem König zu Ehren. Er brauchte einen witzigen Unterhalter und Vorleser und befahl den inzwischen etwas herunterkommenden Herrn Professor zu sich ins Tabakskollegium. Das haben wir schon besprochen, das Tabakskollegium. Ja. Ne? Bei deftiger Kost und viel Alkohol vergnügte sich der Soldatenkönig im Beisein seiner adligen Saufkumpanen mit derben Späßen und gelegentlicher Austeilung von Prügel. Ja, das Tabakskollegium ist ein Kollegium, ist eine sehr derbe Runde geworden. Als Friedrich der Erste noch König war, war das eine ganz normale Hofgesellschaft, an der auch Damen zugelassen waren. Genau. Hofdamen. Und der hat da eigentlich seinen Stammtisch draus gemacht. Ne? Genau. Und der Schöngreis Friedrich der Große musste übrigens in zweiter Reihe oder auch in erster Reihe daneben sitzen und sich den Mist anhören. Ja, oder? Er fand das auch ganz furchtbar. Genau. Ja. In dieser Gesellschaft war Friedrich Wilhelm I. wie unter seinesgleichen, fühlte sich als Oberst unter seinen Offizieren. Er verlangte von seinen Gästen, dass sie sich kräftig an den Gemeinheiten gegenüber dem zu unwürdigem Dienst verpflichteten Hofnarren beteiligen. Und wer sich wie Kronprinz Friedrich, der spätere Friedrich II., abseits hielt, bekam den Zorn des Königs zu spüren. Für Friedrich Wilhelm I. war es kein Widerspruch, regelmäßig in die Kirche zu gehen, auch bauen zu lassen und andererseits seinen Untertanen zu bevormunden und zu quälen. In dieser Runde von Säufern und Rauchern wurde Gundling mit Bier und Wein traktiert. Und wenn er bei klarem Verstand war, musste er der Trunk- und Sangesfreudigen Gesellschaft aus Zeitungen vorlesen und sie mit allerhand Schnurren unterhalten, was eigentlich unter seinem Niveau war. Bezahlt wurde Gundling nicht allzu üppig, aber wie Chronisten erzählen, war es für ihn wohl noch wichtiger, sich gratis der alkoholischen Schätze seines königlichen Herrn zu bedienen. Wo kriegt man sonst guten Wein her? Eben. Während der Hofnarr mit akademischer Vergangenheit auf der einen Seite vom König mit äußerlichen Ehren überhäuft wurde und in geradezu üppiger Kostümierung unter einer riesigen Perücke auftreten durfte, musste er mit den hohen Titeln eines Oberzeremonienmeistern, MC Gundling, ja, Präsident der Akademie der Wissenschaftler, also Leibniz' Nachfolger. Ja. Hm. Und wir haben später auch noch gelernt, dass er mit die Charité begründet. Ist das richtig, Janni? Ja, eins nach dem anderen.
Ja, okay. Also er war, Leibniz war bis 1716 Präsident der Sozietät der Wissenschaften und Gundling dann ab 1718 bis 1721. Auf der anderen Seite muss der üble Scherz über sich ergehen lassen, wie es nun einmal bei Hofnarren üblich war. Die Quälereien durch mächtige Zeitgenossen und seine unbeholfenen Reaktionen darauf machten Gundling systematisch kaputt. In seiner Verzweiflung suchte der erniedrigte, beleidigte und gelegentlich verprügelte 1716 doch das Weite. Doch wurde er von den Häschern des Königs in preußischen Halle an der Saale gefasst. Genau, das hat ihn Friedrich der Wilhelm aber durchgehen lassen. Gleich zu Ende. Um der Eitelkeit des tief getroffenen Gelehrten zu schmeicheln und ihn noch weiter zu erniedrigen, erhielt dieser vom König den Titel eines Freiherrn und bekam die Würde eines Kammerherrn. Doch viel Freude an diesem Leben zwischen Glanz und Abgrund hatte der sich wie ein großer Herr gebärende Gundling nicht. In einem widerlichen Streit mit einem anderen Hofnarren namens David Fassbinder verwickelt und von diesem üblen Pampeleien beleidigt und lächerlich gemacht, endete das Leben des Hofnarren 1731 im Potsdamer Stadtschloss und auch wie ist er an einem Magengeschwür gestorben. Und das ist ja häufig auch so eine Folge vom Alkoholabuses. Jo. Der letzte Absatz. Wie um ihn zum letzten Mal zu entwürdigen, ließ der König den Leichnam in ein Weinfass betten und in der Gruft der Kirche zu Bornstedt bei Potsdam bestatten. Und da hält denn dieser Fassmann diese Leichenpredigt. Leichenpredigt und da sagt er, und das steht auch auf seinem Grab, also auf dem Sarg, auf dem Weinfass, hier liegt in seiner Haut halb Schwein, halb Mensch ein Wunderding. In seiner Jugend klug, in seinem Alter toll, des Morgens klugs, des Abends toll und voll. Bereits ruft Bacchus laut, das teure Kind heißt Gundeling. Paul von Gundlings trauriges Beispiel lehrt, wie dünn die Luft in der Umgebung der Mächtigen sein kann und dass man sich ihrer Gunst nicht immer sicher sein kann. Oha, darüber müssen wir diskutieren. Ich finde, da sind sehr viele Widersprüche drin in diesem Text. Ja, erzähl mal. Was meinst du? Also, ich habe gelesen, der Gundling war wohl auch sehr eitel. Und er hat ja auch diverse Ämter und Funktionen auch dann bekommen, was für ihn allerdings sehr praktisch war. Dadurch hat er ja ordentlich Einnahmen bekommen. Also an Ämter waren ja auch gewisse Einnahmen verknüpft und war ein wohlhabender, reicher Mann. Und ist ja auch die Frage, weißt du, das Tabakskollegium wird ja auch nicht jeden Tag gewesen sein. Lass das mal, ich meine, das wäre Ja. auch zum Beispiel eine spannende Frage. War das jetzt zweimal im Monat? War das einmal im Monat? Also musste er, also Wir reden hier über einen Zeitraum von 20 Jahren. wir reden über einen Zeitraum von vielen Jahren und das Tabakskollegium, das hab ich jetzt nirgendwo gelesen, wie oft das stattfand, aber man kann irgendwie herauslesen und wir haben ja vorhin auch vorweggeschickt, dass vieles auch unklar ist, ne? Und vielleicht erfunden. Aber es ist nicht klar, es liest sich doch so, als wenn das hauptsächlich in diesem Tabakskollegium war. Und Ja. es wird kein Dauerzustand gewesen sein, Nein. oder? Der hat auch Vermutlich. später noch geheiratet. Dann wollten sie ihm für die Hochzeitsnacht sehr viel Abführmittel verreichen. Ja, Dann hat er sich aber krank schreiben lassen und hat dann heimlich geheiratet. genau. Auch eine niederländische, hugenottische Genau. Aristokratin. Ja, aber das ist ein Zeitraum von 20 Jahren. Und wenn der König den nicht gemocht hätte, hätte er den einfach rausgeworfen aus dem Tabakskollegium. Und er war ja sogar bei seiner Beerdigung dabei. Jetzt wissen wir nicht, ob er das lustige Schauspiel sehen wollte. Ne, die Pfarrer haben ja gemeint, das tun wir uns nicht an, aber ich gucke mir das an. Also hat mir ja schon nochmal Respekt gezollt. Es gab auch noch einen weiteren Fluchtversuch von ihm, und zwar nach Breslau. Dort wurde ihm eine Stelle als Hauslehrer angeboten, was damals auch ein vernünftiges Einkommen versprach. Dort hätte er allerdings zum Katholizismus konvertieren müssen. Und da hat er gemeint, nee, nee, dann, also dann lieber Mobbingopfer am Hof des Königs als Katholik. Und vielleicht fand er das auch nicht so schlimm jetzt immer. Vielleicht fand er sogar selber lustig, im Weinfass beerdigt zu werden. Natürlich war das mitunter furchtbar. Also er ist auch besoffen in den Schlossgraben gefallen, haben sich alle über ihn lustig gemacht. Dann wurden ihm Streiche gespielt, dass er irgendwelche kleine Bären in sein Zimmer bekommen, damit Genau. Ein Feuerwerkskörpern öffnen. Affe wurde ihm als sein Nachkomme vorgestellt. Ja, so Dann gut. hat man ihn einmal in so einem Stuhl wohl getragen und in der Mitte ist der kaputt gebrochen und er ist Ja. runtergefallen. Ja. Das sind so die Anekdoten, die man sich jetzt erzählt, aber das ist wahrscheinlich im Zeitraum von 20 Jahren passiert. Und also der war Pressereferent in dem Sinne. Der musste dort Zeitungen vorlesen, die in Preußen verboten waren, aber der König wollte in lockerer Runde natürlich trotzdem informiert sein, was andere Leute so schreiben. Wollte nur nicht, dass die Bevölkerung das liest. Also hat er ihm ja die Nachrichten vorgelesen. Er war ja Pressereferent, würde man heute sagen. Aber Hofnarr hat ja auch eine gewisse Funktion am Hof.
Das war ja in. War ja auch ein Titel, jetzt, also jetzt nicht sowas wie Mundschenk oder Stallmeister oder was gab es da noch? Nee, jemand, der für die Unterhaltung auch zuständig ist. Ja, und auch für die Entspannung des Königs, damit er ein bisschen Anspannung abbauen kann. Es gibt ja dieses schöne Spiel Crusader Kings 3, da kannst du auch eine Person als Hofnarr einsetzen und der macht ab und zu derbe Späße und dadurch verringert sich die Anspannung und das Stresslevel des Charakters. Das war natürlich zur Unterhaltung gedacht, wie manche Leute jedes Wochenende Fußball gucken gehen oder. Ist natürlich die Frage, also mit dieser akademischen Vita ist es natürlich schwer vorstellbar, dass jemand denn freiwillig so eine, also jetzt irgendwie bewusst jetzt so eine Hofnarr-Position haben will. Also gefallen haben wird ihm das nicht, aber ich denke, die Vorteile werden für ihn überwogen haben. Also er war ja offenbar nicht aber, blöd. Also aber das ist jetzt ja alles Spekulatius natürlich. Ne? Wir quatschen jetzt so ein bisschen rum und aber lass uns das doch mal kurz zu Ende machen. Ich finde das nämlich sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich denke mal, der hat sich damit arrangiert. Und ja, wenn er ein Alkoholiker war und in seinen klaren Momenten aber nebenbei die Vorgängerinstitution der Charité gegründet hat als Präsident der Akademie der Sozietät der Wissenschaften, wenn er geforscht hat, Zeit für seine Forschung hatte, das war ihm ja auch nur möglich durch diese Hofämter. Er stand ja offenbar auch in der Gunst des Königs, weil sonst hätte er ihn einfach ausgeschmissen. Ja, vielleicht hat er sich auch gesagt, dass so der Preis, den ich zahle für alle anderen Freiheiten und finanziell nicht vorhandenen Nöten. Wenn er Spaß am Alkohol hatte, dann hatte er definitiv auch Spaß am Tabakskollegium. Und die ganzen Schriften, also das waren Intellektueller unter Soldaten. Wenn der besoffen war, hat der natürlich dann mal gemeint, die sind mir doch alle zu blöd hier. Und daraufhin wurde er dann gemobbt. Das kann ich mir alles sehr gut vorstellen. Ach so, ja, natürlich. Du hast recht, also dass er vielleicht sogar in gewisser Weise auch drüber stand. Ja, und auch selbst dran schuld war, dass er dann sich natürlich da über die, auch dass der eine oder andere Offizier da mal einen dummen Spruch von ihm abbekommen hat, hier, du bist doch nicht hier mein Niveau oder so. Und das fanden die natürlich dann nicht lustig und haben sich dann an ihm gerecht. Und die ganzen Schriften, die sind ja von seinen Konkurrenten, von seinem Neider eigentlich, von diesem David Fassmann verfasst worden. Der war ja Schriftsteller, auch einer der meistgelesenen Schriftsteller in der Region Anfang des 18. Du meinst, dass er ihn einfach auch schlecht geschrieben hat? Ja, definitiv. Der wollte seine Stellen und seine Posten haben. Der Gundling war ja im Prinzip eine große Nummer und der Fassmann war ja nur so ein Schreiberling. Ich habe irgendwo noch was gelesen. Ja. Wo war denn das? Habe ich irgendwie... Ich meine, wenn dann so ein Offizier etwas sagt über irgendwelche historischen Wissenschaften, das ist ja, als wenn ja, ein Zahnarzt was über Virologie sagt oder so. Also das ist, muss auch erstmal drüber stehen und dir das Gesülze dann anhören. Ja, stimmt. Also, ja. Er war bestimmt nicht unschuldig an seiner Situation, aber ich denke, er hat es. Ihm wurde übel mitgespielt, aber er hatte am Ende vielleicht doch ein ganz gutes Leben gehabt. Ja, und wie gesagt, es ist ein langer Zeitraum und die haben auch nicht jeden Tag sich im Tabakskollegium. Da hältst du körperlich nicht aus. Und was wollte ich doch jetzt noch sagen? Was wollte ich denn sagen, Janni? Zu Fassmann? Nee, zu Gundling. Aber mir fällt es gerade nicht ein. Oh. Genau, hier finde ich es, das wollte ich noch sagen. Genau. Also er hinterließ mehr als 4000 Dokumente und Abschriften, mehr als 4000. Ja, zu brandenburgischen und deutschen Geschichte. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Urkunde König Ottos III. Aus dem Jahr 993 mit der ersten Erwähnung Potsdams von Gundling entdeckt wurde. Na. So, das ist doch mal was. Ja? Ja. Genau. Ja, also und 1731 stirbt er, wie gesagt, an einem Magengeschwür und wird mit diesem Weinfass begraben. Ja, Janni, haben wir doch eigentlich ihn ganz gut abgehandelt. Und ja, das ist schon spannend. Es gibt auch einen Film dazu mit Götz George und wer hat das Drehbuch geschrieben? Der König und sein Hofnarr heißt der Film. Das Drehbuch war von Plenzdorf, der die Leiden des Jungen W. geschrieben hat. Ist ja auch spannender Stoff, ja, kann man bestimmt auch toll verfilmen. Ja, und in dem Film, in dem Clip, den wir wahrscheinlich auch verlinken werden, ist ja auch gesagt, er ist jetzt kein Leopold von Ranke, aber schon so einer seiner Wegbereiter. Leopold von Ranke war ja der... ja, Begründer der Wissenschaften, ganz großer Historiker, dann später im 19. Jahrhundert. Und die preußische Geschichtsschreibung wollte diese Episode mit Gundling gar nicht so richtig haben. Also das wurde lange ins Reich der Mythen verklärt. Ne? Mhm. Und das war den Hohenzollern natürlich nicht genehm, dass Friedrich Wilhelm I. da die Wissenschaften so behandelt hat. Weil später waren die Hohenzollern ja doch alle recht wissenschaftsfreudig. Oh ja, schon ein bisschen peinlich. Und sehr interessiert. Ja. Wir können ja über Thesen diskutieren. Vielleicht war der auch ein bisschen selbstironisch drauf, der Gundling. Und vielleicht war er auch eigentlich ganz cool. Vielleicht hat er ja so ein bisschen professionellen Abstand dazu gewinnen können. Ja, ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, ob er cool ist
früher nicht. Ja, ich weiß wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, nee. Ja, wahrscheinlich auch so ein Intellektueller, dann irgendwie auch Beamter. Ne? Collegium Medico Chirurgicum hat er mit begründet und daraus ist dann später die Charité erwachsen, ja. Und kein Leopold von Ranke. Weißt du, wo Leopold von Ranke begraben liegt? Auch in Potsdam? Nee, in Berlin. In Berlin? Ja. Weiß nicht. Friedhof bei der Sophienkirche. Wo ist die Sophienkirche nochmal? Große Hamburger Straße, Sophienstraße da im Spandauer Viertel. Wer ist da geboren? Begraben, Leopold von Ranke. Wer war das jetzt nochmal? Das war der Historiker aus dem 19. Jahrhundert. Ach so. Einer der großen preußischen Historiker. Okay. Und ja, also ein Nachfolger vielleicht im weiteren Sinne von Gundling. In der Zeit, in der wir uns gerade befinden, so Anfang des 18. Jahrhunderts, sind auch noch ein paar interessante andere Gebäude in Berlin entstanden. Zum Beispiel die Sophienkirche, die wurde 1712 von Johann Philipp Gerlach gebaut. Entführ uns mal dorthin und sag, wo sie ist. Ja, oder? Guck mal nach. Hackischer Markt, bisschen nördlich, Hackische Höfe, Sophienstraße, Große Hamburger Straße. Sophienkirche, ja. Berlin. Die hieß auch erst Spandauer Vorstadtkirche, weil die Sophie, die war erst gar nicht so gut gelitten bei dem Soldatenkönig. Und ja, 1729. Genau, nördlich von der Oranienburger Straße. Ja, beim Sophienclub. So Höhe Montijou Park. Ja, dann hochgehen. Da sieht man auch so Einschusslöcher an den Portalhäusern aus Zweiten Weltkrieg. Natürlich, das ist ganz einfach. Es ist, also für mich ganz einfach. Ja. Es ist am St. Hedwig Krankenhaus. Ein Steinwurf vom St. Hedwig Krankenhaus. Richtig, ja. Große Hamburger Straße. Eine enge Straße dahin. Ja, ja, ne, da, wo man nie einen Parkplatz kriegt. Genau. An der alten, außerhalb der alten Festung. Und 1729 bis 1735 wurde der schönste Barockturm Berlins daran gebaut. Mhm. Und auch wahrscheinlich der letzte verbliebene Barockturm einer Kirche in Berlin. Und da ist wirklich eine schöne Kirche, schöne barocke Kirche von Gerlach und später der Turm noch ergänzt. Und eine lustige Anekdote, Martin Luther hat da gepredigt. Ja, ist echt hübsch, der Turm. Allerdings war der da schon tot und nein, Martin Luther King hat da gepredigt am 13. September 1964, also aus Berlin besucht hat. Wenn wir irgendwann in diese Zeit kommen, können wir darauf. Er hat Berlin besucht, das wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht, aber der hat in der Sophienkirche gepredigt. Auf dem Turm, oder? An der Kanzel nehme ich mal an, ja. Schaut auf diese Stadt. Übrigens, da muss ich sagen, ich hatte mal in einem Kooperationsprojekt im St. Hedwig, war ich mal in dem Chefarztbüro vom chirurgischen Chef dort und das ist auf, im Dach, ne, von dem Krankenhaus. Ne? Mhm. Und der hat einen fantastischen Blick über die ganze Stadt. Schön. Das ist Wahnsinn. Also der ist übrigens auch noch nett und patent und kompetent dabei. Da dachte ich auch so, okay, du bist nett, du hast den Ausblick verdient. Schön im Scheunenviertel da. Genau. Ja, ist natürlich eine schöne Ecke. Total, ja, vor 20 Jahren, als ich frisch nach Berlin gezogen bin, habe ich mich da öfter rumgetrieben. So schön. Da beim Hackischen Markt, ja. Anderes Gebäude aus der Zeit ist auch von Philipp Gerlach. Der war auch Barockarchitekt. Der hat auch da diesen Stadtentwurf mit dem Rodell, mit dem Hallischen Franz-Mehring-Platz, mit dem Leipziger Platz, mit dem Oktogon und mit der Bebauung am Pariser Platz. Das stammt, ist auch alles von ihm. Und er hat auch das erste Brandenburger Tor gebaut, was dann aber später zugunsten des Langhansbaus abgerissen wurde. Ja. Mhm. Der hat auch das Kollegienhaus erbaut, 1734 bis 1735. Und da steht auch noch. Das suchen wir uns auch noch raus, Kollegienhaus. Na, das findest du, wenn du nach Jüdisches Museum guckst. Das ist der Barockbau neben dem Liebeskindbau. Kollegienhaus, nee, nicht in Nürnberg. Nee, in Berlin. Kollegienhaus Berlin. Ja. Also wann wurde das gebaut? 1734 bis 1735. Ach, na klar, Mensch, Jüdisches Museum. Ja, richtig. Das Gebäude, in dem das Jüdische Museum ist. Ja. Sag das doch gleich. Habe ich doch gesagt. Du hörst mir nicht zu. Das ist ganz schlecht beim Podcast. Das stimmt, ja. Aber nebenbei ist ja dieser tolle Liebeskindbau auch, ja. Und Kollegienhaus, das war ja ein Behördengebäude, war das, ne? Da war erst das Kammergericht drin, dann Konsistorialbehörde und das Kurmärkische Landesarchiv. Entschuldigung. Wann wurde es jetzt nochmal gebaut? Sagst du nochmal? 1735? Ja. Ja. Das übrigens, steht halt noch. Ja, und ich muss auch sagen, ich finde es ein tolles Museum. Das Jüdische Museum ist ein tolles Museum. Das ist einer der wenigen Museen, die ich hier mehrfach besucht habe schon. Mhm. Insbesondere der Anbau, ne? Von Daniel Liebeskind, ja. Ja, weißt du, dieser Raum, wo du nur so einen Spalt Licht siehst, ganz oben. Mhm. Und dann dieser komische steinerne Garten. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Die Konstruktion. Und außerdem befinden wir uns ja dort in der, wer ist denn die Straße eigentlich? Lindenstraße. Heißt die Lindenstraße? Ja, das ist die alte Verbindung von Berlin nach Halle. Genau. Das ist ja ein schwarzes Loch, ne? Verkehrstechnisch.
Hey, was heißt das? Na, da hast du kaum, du hast fast nie Stau, obwohl es, du kommst aus Kreuzberg, das ist die Route vom 248er, vom Bus. Ja. Und der schafft es hier von meiner Haustür innerhalb von 14 Minuten aus Kreuzberg an den Alex. Ja. Und der fährt da dann vorbei. Ja. Ja, alte Via Regie. Das ist Via die Imperie. Das ist die Lindenstraße, ja. Du bist ja vom Mehringdamm, vom Tempelhofer Damm, bist du ja früher direkt dort. Das ist ja quasi die Verlängerung Richtung Alt-Berlin. Ja, du hast recht, ja klar. Tempelhofer Damm, Lindenstraße, da ist ja, dann später klar, das Hallische Tor vorgebaut worden. Aber das ist die alte Straße von Alt-Berlin nach Leipzig. Ja. Und das ist eine Halle. Ja, genau. Aber das ist wirklich ein, also verkehrstechnisch ist das auch, das bestätigen auch übrigens Taxifahrer. Ja. Ich fahre natürlich nur Taxi. Ja. Das ist so ein bisschen Schwarzloch. Da kommt man immer gut durch, das ist nicht Stau. Da muss ich nur noch da irgendwie dann an dem Hotelgebäude beim Axel Springer Verlag dann später auf den Mühlendamm vor. Was sagst du zum neuen Axel Springer Gebäude? Finde ich ganz okay. Sieht krass aus. Wer war das, Kohlhaas oder so? Weiß ich nicht, sieht hübsch aus. Oh. Ich finde es interessant, dass das andere Ding immer noch im Betrieb ist. Ne? Also die haben sind nicht einfach umgezogen, also so scheint es mir zumindest. Die sind nicht umgezogen, sondern die haben erweitert. Ja, die haben erweitert, klar. Naja, genau, wir waren bei Gebäuden, die... Ja. Im Anfang des 18. Jahrhunderts entstanden sind. Also unter anderem das Jüdische Museum, okay. Also das Gebäude dazu. Ja, das Kolleginhaus und die Sophienkirche. Gluck, 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 gluck. Ich habe das eigentlich, auch schön nochmal irgendwie mit Überleitungen hinbekommen. Achso, ich wollte es mit dir anstoßen. Auf Gundling, von Herzen. Auf Gundling, von Herzen. Herzen. Aber. Ich möchte später vielleicht auch mal in einem Weinfass beerdigt werden. Ich finde das gar nicht so schlimm. Gundling hat ja auch gesagt, lieber Idiot als Katholik. Lieber Idiot. Wer hat das gesagt? Nein, hat er nicht gesagt, aber er hatte ja die Möglichkeit, sich dem Hofe zu entziehen, wenn er das gewollt hätte. Und Friedrich Wilhelm I. hätte ihn auch einfach rausschmeißen können. Ja. Aber ne, Fadenflucht, du bleibst schön hier, du musst mich unterhalten, du bist hofnah, du hast eine Funktion, ich brauch dich. Ne? Ach, übrigens, das Kammergericht, was im Kolleginhaus etabliert war, das ist jetzt ja umgezogen. Weißt du, wo das jetzt ist? Warte mal, das Kolleginhaus ist jetzt da, wo das Jüdische Museum drin ist? Und was war da noch drin? Das Kammergericht. Das Kammergericht. Das gibt es auch heute noch, das ist aber woanders. Das Kammergericht, na, dieses große Gericht ist doch hier am Schloss Charlottenburg. Da gibt diverse Gerichte, aber das Kammergericht ist am Kleistpark, am alten Botanischen Garten in Schöneberg. Okay, in deiner alten Hut? In meiner alten Hut, einer meiner alten Huts. Na gut, du hast ja viele alte Huts. Ja, stimmt. Ich bin auch gerade hergelaufen, war richtig schön, der Mond ging auf über den Tempelhofer Feld. Wir machen übrigens eine Quizfrage an alle da draußen. In welchem Stadtteil hat Jan noch nicht gewohnt? Ja, ich bitte denn um eine E-Mail und der, der es richtig errät, wird Hörer der oder Hörerin der Woche. Okay, ja gut, dran umgezogen ist wie einmal abgebrannt. Hat noch nie in Charlottenburg gewohnt. Jan hat noch nie in Kreuzberg gewohnt. Jan hat noch nie in Tempelhof gewohnt. Jan hat noch nie in Neukölln gewohnt. Das nehme ich, das schneide ich raus. Doch, habe ich. Okay, das zählt nicht. Okay, da hat er gewohnt. Lass mal drin. Okay, komm, mach mal Feierabend, oder? Genau, gut. Hast du noch was Interessantes zu erzählen? Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben über den Hof nach Gundling gesprochen und ein bisschen über Schloss Köpenick und ein paar Gebäude, die in der Zeit entstanden sind. Anfang des 18. Jahrhunderts befinden wir uns immer noch und wir hoffen, dass wir zeitnah dann mit Friedrich dem Großen weitermachen können, dessen Jugend wir ja schon besprochen haben in der letzten Folge. Genau. Ja, reicht, oder? Ja. Dann wünschen wir allen einen schönen Abend, schöne Tage, schöne Herbstferien und nochmal auf Gundling. Auf Gundling. Professor Gundling, ne? Oh, Freiherr von Gundling. Freiherr von Gundling. Prost.